Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste aus Amerika, aus Deutschland, Holland und aus der Schweiz, alle heiße ich herzlich willkommen hier in Adelboden zu diesem Gottesdienst. Und ich möchte auch alle begrüßen, die heute den Livestream-Gottesdienst schauen und so mit uns verbunden sind. Tut mir auf die schöne Pforte. Wir singen das Lied 160, und zwar aus dem Kirchengesangbuch, 160, 1 bis 4. Ich lade Sie ein zum Gebet. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Du bist für uns da. Du hast uns lieb. Du leitest uns. Du sprichst zu uns. Wir wollen dich loben, preisen und dir danken. Stärk unser Vertrauen auf dich. Hilf uns, auf dich zu schauen. Gerade auch dann, wenn es stürmt in unserem Leben. Danke, dass wir lernen dürfen von den Jüngern und von allen, die schon vor uns an dich geglaubt haben. Danke, dass du uns auch in unserer Zeit Glaubensvorbilder schenkst. Lass uns im Glauben wachsen, damit wir anderen zum Wegweiser zu dir werden. Amen. Jetzt singen wir aus dem grünen Liederbuch das Lied 12, Lobe den Herrn, du meine Seele, vom Lied 12, die Strophen 1 bis 4. Thank you.
das tönt ja wunderschön, fast wie ein Engelgesang. Michel liest jetzt die erste Lesung, und zwar aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, vom Vers 22 an. Da konnte Petrus mal auf dem Wasser gehen, einen Moment lang. Guten Morgen miteinander. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wir wollen jetzt unseren Glauben gemeinsam bekennen mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis 263 im Gesangbuch. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Predigttext heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4, vom Vers 35 an. Da geht es um die Stillung des Sturms.
am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wir singen ein weiteres Lied aus dem grünen Liederbuch, das Lied 9, alle drei Strophen. Siehe, ich habe dir geboten. Gemeinde, die Geschichte vom Seesturm ist berühmt. Neben Markus hat auch Matthäus und Lukas diesen Text überliefert. Diese Geschichte ist auch ein beliebtes Sujet in der kirchlichen Kunst. Das Boot mit Jesus und den Jüngern im Sturm ist geradezu zum Symbol für die bedrängte, angefochtene Kirche geworden. Der Seesturm ereignet sich am Abend des Tages, an dem Jesus das Gleichnis vom Seemann erzählt hat. Jesus und seine Jünger befinden sich am Westufer des Sees Genezareth in der Nähe von Kapernaum. Am Abend fahren sie über den See ans Ostufer. Das Ostufer ist weniger stark besiedelt. Es dient Jesus als Rückzugs- und Einkehrort. Immer wieder sucht er mit den Jüngern die Einsamkeit. Um ca. 15 Uhr lassen Jesus und die Jünger die Predigtbesucher gehen. Jesus ist schon im Boot, er hat ja im Boot gepredigt.
jetzt fahren sie ab. Jesus und die Jünger sind in einem Boot, andere Boote begleiten sie. Markus berichtet mit vielen Details, das ist Ihnen sicher aufgefallen. Er ist der einzige Evangelist, der die Details bringt, wie das noch andere Boote dabei waren, oder er ist derjenige, der das Kissen erwähnt, auf dem Jesus schlief. Es erstaunt nicht, denn Markus hat ja die Überlieferung bekommen von Petrus. Petrus war ein Jünger Jesu und er war selbst dabei. Er war Augenzeuge von all diesen Ereignissen und er hat diese dann Markus weitergegeben und so sind sie ins Markus-Evangelium aufgenommen worden. Und eben, es ist so eine spannende, ja furchterregende Geschichte, die sich da abgespielt hat. So ein Erlebnis kann man nicht vergessen. So konnte also Petrus in allen Details dem Markus erzählen, was er mit Jesus erlebt hat, wie sie da überlebt haben in diesem Sturm. Und darum ist die Geschichte so spannend. Wir merken, wir sind völlig am Puls der Augenzeugen Jesu. Es ist gut möglich, dass dieses Boot neben den Rudern auch Segel hatte. Man hat vor ein paar Jahren ein solches Boot gefunden am See Genezareth. Das ist heute im Kibbutz Nof Ginosar zur Besichtigung. Und man schätzt sein Alter auf 1800 bis 2000 Jahre. Also es könnte aus der Zeit von Jesus stammen. Wahrscheinlich waren bei dieser Überfahrt über den See Genezareth nicht nur diese 12 Apostel dabei, es waren ja noch andere Boote unterwegs und da war auch eine Bootsbesatzung drin. Plötzlich geschieht nun das Furchterregende. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Die Berge am Westufer des Sees bieten in Ufernähe Schutz gegen den Wind, aber je weiter das Boot sich von diesen Bergen entfernt, je weiter es auf den See rausfährt, umso mehr ist es Wind und Wellen ausgesetzt. Die Wellen türmen sich nun bedrohlich auf und das Wasser schwappt schon in das Boot. Es handelt sich hier wahrscheinlich um diesen gefürchteten Westwind, der wie ein Fallwind auf den See runterstürzt. Das kann man übrigens, wenn man eine Israelreise macht, im Sommer immer beobachten. So circa um 15 Uhr am Nachmittag kommt dieser Westwind auf und dann ist die Wasseroberfläche des Sees Genezareth nicht mehr ruhig, sondern so gekräuselt oder eben dann stark bewegt. Erinnerungen werden wach an die Jona-Geschichte. Jona kam doch mal in einen gewaltigen Sturm, ja in einen lebensbedrohlichen Sturm. Sie können das mal lesen. Das ist wirklich auch so eine dramatische Geschichte im Jona Kapitel 1. Oder dann im Psalm 107. Dort ist die Erfahrung des Sturms auf dem Meer verarbeitet. Ich zitiere jetzt aus diesem Psalm, er ist atemberaubend. Psalm 107 vom Vers 23 an steht da, die mit Schiffen auf dem Meere fuhren, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zum ersehnten Hafen brachte. Da ist alles drin. Die ganze Dramatik, was man auf dem See oder auf dem Meer erleben und durchmachen kann, wenn Gott einen Wind schickt und hohe Wellen, aber dann auch, wenn er diese Naturgewalten wieder gebietet
und alles wieder still wird. Die Jünger sind nun also im Boot mit Jesus und sie fühlen sich hilflos und im Stich gelassen. Jesus ist hinten im Boot und schläft auf einem Kissen. Er schläft seelenruhig, während die Wellen hochgehen und das Boot sich schon mit Wasser füllt. Warum kann Jesus schlafen in dieser Situation? Jeder von uns wäre erwacht, aber Jesus schläft seelenruhig auf dem Kissen. Jesus ist voller Vertrauen auf den Vater. Nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. Das ist sicher eine Erklärung. Und die andere ist, Jesus war ja Gottes Sohn und Mensch. Und der Mensch wird natürlich auch müde. Und wenn er mal todmüde ist, dann schläft er sogar im größten Sturm. Die Jünger stehen Todesängste aus. Sie sehen keine andere Möglichkeit, als Jesus aus dem Schlaf zu reißen. Jetzt müssen sie um Hilfe rufen, solange es nicht zu spät ist. Sie wecken ihn und fragen vorwurfsvoll: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Sie haben sicher lange gewartet mit dem Notruf. Sie haben zuerst selbst gekämpft, bis es nicht mehr ging. Jetzt sehen sie sich vom Tod bedroht. Nur noch Jesus kann sie retten. In ihrer Todesangst fragen sie Jesus: Kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Sind wir dir gleichgültig? Geht es dich nichts an, wenn wir umkommen? Sie fühlen sich von Gott im Stich gelassen. Kennen Sie solche Gedanken in Ihrem Leben? Haben Sie schon gedacht, Gott schlafe und beachte Sie nicht? Diese Gedanken müssen wir korrigieren, denn sie sind falsch und führen in Anklage und Rebellion. Halten wir an Gottes Wort fest. Es steht in der Heiligen Schrift, im Psalm 121, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Gott ist nie müde, er schläft nie ein, er ist immer wach und er ist immer für uns da. Es entgeht ihm nicht, wenn wir in Not sind und Hilfe brauchen. Zurück zu Jesus im wellenumtosten Boot. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Jesus bedroht den Wind, das heißt, er fährt ihn an. Mit so entschlossenen Worten ist Jesus auch der Krankheit oder bösen Geistern entgegengetreten. Jesus tritt dem Wind entgegen wie einer persönlichen Macht und diese ruft er jetzt zur Ordnung. Das tut Gott immer wieder. Das hat er schon getan, wie es festgehalten ist in den Psalmen. Das hat er immer wieder getan in der Geschichte bis zum heutigen Tag. Gott befiehlt und die Naturgewalten schweigen und verstummen. Sie müssen ihm gehorchen. Das Jona-Buch ist ein Beispiel dafür. Oder in den Geschichtsbüchern lesen wir solche Geschichten. Oder eben auch in den Psalmen. Und Jesus handelt nun ganz genau gleich wie Gott der Vater. Er spricht ein Herrscherwort: Schweig, verstumme. Und die Naturgewalten gehorchen ihm aufs Wort. Auf sein Wort kehrt in der Natur Stille und Frieden ein. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. In diesem Wunder erkennen wir, Jesus ist Gott. Er ist der Herr über die Natur. Die ganze Natur gehorcht ihm. Er war ja schon bei der Schöpfung dabei. Und schon bei der Schöpfung hat Gott ja dem Wasser Grenzen gesetzt. Gott hat dann auch, als das Volk Israel auf dem Weg war aus Ägypten ins heilige Land, hat er sie im Schilfmeer bewahrt. Das Schilfmeer ist sonst auch bedrohlich,
Aber Gott hat einen Weg durch dieses Wasser gebahnt für sein Volk und sie konnten trockenen Fußes durch dieses Schilfmeer gehen. Erst als ihre Verfolger, die Ägypter, auf dem Weg hinter ihnen her waren, ließ Gott das Wasser zurückschwappen und so ertranken die Verfolger im gefährlichen Wasser. Gott kann Rettung schenken in Naturgefahren. Genauso handelt jetzt Jesus bei der Stillung des Sturms. Sollten wir nicht auf diesen Jesus vertrauen? Sollten wir nicht zu ihm rufen in allen Situationen unseres Lebens? Nach der Stillung des Sturms hat Jesus die Jünger mit einer Frage konfrontiert. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Jünger gerieten in Todesangst, weil sie völlig auf den Wind und die Wellen fixiert waren. Das ist passiert, weil ihnen noch der Glaube fehlte. Wer wirklich auf Gott vertraut, der kann sogar in den Stürmen Frieden haben. Aber wir sollten uns nicht als Glaubenshelden fühlen. Angst gehört zum Leben. Angst kann ganz plötzlich über uns kommen. Aber eines können wir lernen. Wenn die Angst über uns kommt, dürfen wir zu Jesus rufen. Wir dürfen zu ihm beten und die Angst bei ihm abgeben. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Liebe Gemeinde, die Größe Jesu hat die Jünger in Erstaunen versetzt. Ah ja, wie oft und wie immer wieder haben sie gestaunt über Jesus. Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass sie im Wind und Meer gehorsam sind? Es packt sie Furcht vor dem Übernatürlichen und sie fragen, was ist dieser Jesus für einer? Ist das Zufall, was hier geschehen ist? Oder ist Jesus mehr als ein Lehrer und Prophet? Ist er der Messias? Ist er eine göttliche Person? Eines haben sie mit eigenen Augen gesehen. Wind und Meer gehorchen ihm. Offensichtlich ist Jesus stärker als die Naturgewalten. Wer also ist er? In der Geschichte vom Seesturm lernen wir, Jesus ist der Herr über die Natur. Die Naturgewalten müssen ihm gehorchen. Für unser Leben bedeutet das, wir dürfen im Gebet zu Jesus rufen, wenn wir seinen Schutz brauchen inmitten von Naturgefahren. Wir dürfen zum Beispiel Bewahrung erbitten, wenn eine Bauernfamilie mit den Kühen auf die Alp zieht, damit keine Kuh abstürzt. Oder wir dürfen auch bitten, dass Gott seine Hand über die Tiere hält den ganzen Sommer lang, damit sie nicht erkranken und damit kein Tier stirbt. Wir dürfen aber auch beten, bevor wir eine Autofahrt oder einen Flug antreten. Wir dürfen beten in jeder Lebenslage und gerade auch in den gefährlichen Lebenssituationen. Gott hat alles in seiner Hand und kann uns helfen. Wie steht es um unseren Glauben? Verlassen wir uns auf Jesus? Oder fühlen wir uns den Elementen dieser Welt ausgeliefert? Die Geschichte von der Stillung des Sturms ermutigt gewaltig. Wir dürfen auf Jesus vertrauen inmitten der Stürme. Und nicht nur inmitten der Stürme auf dem See oder Meer, sondern auch inmitten der Lebensstürme, also der Stürme im übertragenen Sinn. Rufen wir zu ihm in der Not. Er hilft gern. Der Herr fordert uns im Psalm 50 auf, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Amen.
Wir haben am vergangenen Freitag auf dem Friedhof Abschied genommen von Elsie Denzer-Bolacke. Sie wurde geboren am 25. März 1938, wohnte am Abbeyweg 4 in Adelboden und ist verstorben am 8. Juni. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, tröste die Trauernden, stärke die Schwachen, richte die Kranken auf. Sei denen, die durch Stürme gehen, ein sicherer Halt. Bewahre in den Unwettern des Lebens. Hilf uns, im Sturm zu dir zu laufen und auf dich zu vertrauen. Segne die Politiker, Ökonomen und Juristen. Stärk die Ärzte und das Pflegepersonal. Leite die Pädagogen. Gib allen genug Kraft in Familie und Beruf. Danke, dass du gerne hilfst. Gemeinsam beten wir, wie der Herr Jesus seine Jünger gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Mein schönste Zier wollen wir singen. Aus dem Kirchengesangbuch, das Lied 672, die Strophen 1 bis 3. Thank you.
Ich danke Margret Gutknecht an der Orgel herzlich für ihren Dienst, Christine Germann, unserer Seechristin, Michelle für die Lesungen, Marianne Kropf hinter der Kamera für den Livestream. Die Kollekte heute ist bestimmt für Agape. Das ist das Liebeswerk von Campus für Christus. Und zwar spenden wir heute für Nordkorea. Es geht wieder eine Tür auf in diesem verschlossenen Land. Und zwar wurden die Helfer von Agape gebeten, Joghurtkulturen einzuführen. Und das machen sie natürlich mit großer Freude. Und diese Kulturen können dann vermehrt werden und ganz viele hungerleidende Kinder bekommen so gesunden Joghurt zu essen. Sie haben auch Winterhilfe leisten können und sie konnten medizinisches Basismaterial für Dorfkliniken liefern. Und dann unterstützen sie eine private Universität in Pyeongchang. Dort werden junge Leute ausgebildet, die dann später Verantwortungsträger in der Gesellschaft werden. Und wenn sie da wirklich erfasst werden vom christlichen Glauben und von der Liebe von Jesus, dann hat das Land wirklich auch mittel- und langfristig eine Zukunft. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Heute haben wir Kirchenkaffee. Alle sind herzlich eingeladen. Sie dürfen dann einfach rüberkommen ins Kirchgemeindehaus und sich erfrischen, stärken und auch noch austauschen und Gemeinschaft erleben. In der neuen Woche haben wir folgende Anlässe. Das Gemeindegebet findet am Donnerstag um 19 Uhr im Jugendraum statt. Nächsten Sonntag haben wir zweimal Gottesdienst. Mein Kollege Pfarrer Tim Henny predigt um 10 Uhr hier in der Kirche, wieder mit Livestream und auch Sonntagsschule. Nächsten Sonntag um 14 Uhr starten wir die Bergpredigtsaison dieses Sommers. Nächsten Sonntag um 14 Uhr ist der Berggottesdienst der Evangelischen Allianz Adelboden auf Sillerenbühl. Die Musikgesellschaft wirkt mit. David Glaser von der Freien Missionsgemeinde wird moderieren und ich werde die Predigt halten. Dieser Berggottesdienst findet nur bei gutem Wetter statt. Wir werden am Samstag um 18 Uhr entscheiden. Und dann wird unser Sigrist auf der Homepage schreiben, ob dieser Berggottesdienst auf Sillerenbühl stattfindet. Und bei schlechtem Wetter ist er am Nachmittag in der Kirche. Also wenn es nass ist und schlechtes Wetter, dann kommen Sie am Nachmittag nächsten Sonntag in die Kirche um 14 Uhr und nicht auf Sillerenbühl. Ich wünsche schon an dieser Stelle unseren zahlreichen Gästen eine ganz erholsame und frohe Zeit in Adelboden. Also, ich habe mir sagen lassen, auf der ängstlichen Alp sei der Bergfrühling jetzt traumhaft. Ich war bei jemandem im Altersheim zu Besuch. Diese ältere Dame ist noch sehr fit und konnte darauf gehen, also nicht zu Fuß, aber mit der Bahn. Und sie hat dann von jeder Sorte Bergblumen, schön wie man darf, eines genommen. Enziane, Flühblumen, Mehlprimmel, alles, was es jetzt hat. Also sie ist wirklich, muss traumhaft schön sein. Wenn Sie sich das gönnen können, fahren Sie doch da mal hoch. Die Kühe ziehen ja erst am Samstag dann auf die Alp. Und bevor die Kühe oben sind, sind die Blumen natürlich extrem schön. Aber es ist überall schön jetzt, auch auf Sillern, auch auf Genten. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen unser letztes Lied anstimmen. Das Lied 346, Bewahre uns Gott. 346, 1 bis 3. Thank you.
Margret Gurknecht schon so kraftvoll und schön Orgel spielt, kommt mir in den Sinn. Für alle Musikfreunde unter uns, in 14 Tagen gibt es einen Musikgottesdienst hier um 10 Uhr. Da werden sogar zwei Berufsmusiker auftreten. Johannes Jacki, der zu unserem Organistenteam gehört, und er bringt einen Flötisten mit, Kurt Andreas Finger. Und sie werden dann ausgiebiger musizieren als normal an einem Sonntag. Also wenn Sie gerne Kirchenmusik haben, dann kommen Sie doch in 14 Tagen am Morgen in den besonderen musikalischen Gottesdienst. Also es wird auch eine Predigt geben, aber die Musik wird einfach etwas mehr Raum einnehmen als üblicherweise. Das Ausgangsspiel hören wir ganz zum Schluss. Die Gnade unseres Herrn wollen wir jetzt empfangen, indem wir aufstehen und den Segen mitnehmen in die neue Woche. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.